Leider 0-2 Heimniederlage. Und ja, heute hat man einfach die erste Halbzeit komplett verschlafen, oder? Ja, genau so. Ich verstehe selber nicht, warum ist jetzt so bei uns. Jetzt haben wir Probleme gehabt mit Spielen, wie letztes Mal bis 60. Spiel ist gut und dann verschlafst 30 Minuten. Heute komplette erste Halbzeit verschlafst und dann zweite Halbzeit haben wir wirklich Fußball gespielt, wenn man sagt, dass so schlecht sind wir nicht. Und dann wir verdienen viel mehr, aber leider, die Ergebnisse, die zeigen das nicht. Und schwierig, muss ich ehrlich sagen, schwierige Zeit für uns, aber ja, wir haben schon Freitag nächstes Spiel und müssen uns auf das konzentrieren. Obwohl heute kommt mir vor, wenn wir schießen in der dritte, vierte Minute Tor, Ergebnis würde komplett anders. Leider haben wir nicht getroffen, da fehlt da was. Wir haben keinen Killer im Strafraum. Da braucht man eins, das von nichts trifft. Und wenn man analysiert, unsere Tore von anderer Seite, ist wirklich Katastrophe. Der erste Tor, zweite Tor, das ist wie Kindergarten. Aber leider, mit das muss man leben. Wir wissen ja schon, dass bei uns ein junger Spieler, junge Abwehrspieler und dass solche Dinge passiert. Ich habe in der Kabine schon gesagt, mit zweiter Halbzeit kann man zufrieden sein und ja, das ist ein voll positives Ding für nächstes Spiel. Was hast du in der Halbzeit der Mannschaft gesagt? Ja, es ist ja nach dem Seitenwechsel ja, sehr, sehr viel besser gelaufen. Warum ist das nicht von Beginn an so gegangen? Ja, wir haben ein bisschen System und ein paar Spieler getauscht und natürlich, ich selber als Trainer, ich schaue das normal. Reden kann ich natürlich nicht schreien, normal reden, dass wir Fußball ist alles möglich. Wir haben noch eine Halbzeit gehabt. 2-0 ist das schlimmste Ergebnis für mich, was es gibt. Und ich habe zum Spieler gesagt, wenn wir schießen ein schnelles Tor, dann ist alles möglich. Leider haben wir nicht getroffen und ja, gegen so eine gute Mannschaft natürlich ist es schwierig, dass du positive Ergebnisse kriegst, weil die lassen dich nicht, weil die sind trotzdem erfahrene Spieler. Und Kepper ist gute Spieler, muss ich ehrlich sagen. Von einer Seite, das fällt uns auch. Der Kepper ist bei uns nicht so. Läufer ist immer gut, aber Kepper ist nicht so weit, wenn du schaust. Von anderer Seite, 2 Meter Spieler, 1,90 Meter, das ist natürlich nicht so einfach abwehren, besonders für Abwehrspieler. Aber ja. Ja, wir haben mit Freitag und gegen Lustern noch probieren, was machen. Ja, bei mir ist die Enttäuschung immer groß, wenn wir verlieren. Natürlich, jeder will gewinnen. Wir haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren und das ist für mich das Schlimmste. Ich habe jetzt zum Spieler gesagt, wenn du einmal gewinnst, einmal verlierst, geht noch. Aber wenn kommt die Serie, dann ist es schwierig. Dann kommst du schwierig raus von das. Und jetzt muss man probieren, alles gegen Lustern am Freitag mindestens nicht verlieren. Wir wissen schon, dass die gut sind und dass die Aufsteigkandidat und Meistertitelkandidat. Aber trotzdem, in dieser Liga ist alles möglich, wirklich. Ja, wie du sagst, richtig bittere Niederlage. Erste Halbzeit haben wir, wie so oft, die Saison schon leider verschlafen. Zweite Halbzeit können wir eigentlich zufrieden sein, es fällt einfach von neues Tor. Summa summarum, verdient verloren, hätte ich gesagt. Ja, schade, muss man sagen, zweite Hälfte war dann um einiges besser. Leider ist Tor hat gefehlt, hat da noch vielleicht ja, die letzte Konsequenz, der letzte Push gefehlt. Ich glaube, zurzeit haben wir einfach das Glück nicht auf unserer Seite. Das müssen wir uns jetzt nächste Woche wieder erarbeiten. Wenn das Glück auf unserer Seite ist, dann fallen einfach mal die Bälle ins Tor, statt wieder raus oder an die Stange. Wenn wir in der 50. Minute da die Großchance einhauen, dann schaut es ganz anders aus. Dann drückt man sich auf den Ausgleich, wenn nicht sogar auf den Sieg. So stehen wir wieder mit 0 Punkten da. Ja, ist die Enttäuschung sehr groß. Man hat sich für heute ja doch sehr, sehr viel vorgenommen. Wollte unbedingt zu Hause wieder gewinnen. So ist es. Wir wollten unbedingt vor die Fans wieder gewinnen, einen Dreier anschreiben. Jetzt haben wir 0 Punkte, jetzt können wir nur hoffen, dass die anderen Mannschaften hinter uns wieder auslassen, sonst wird es richtig eng. Hat man so kurz noch ein Match erklärt, warum man ja, die erste Hälfte so komplett verschlafen hat? Wir haben, glaube ich, das Problem gehabt, dass wir die ersten paar Zweikämpfe nicht richtig angenommen haben. So hat uns am Städten am Anfang überlaufen und dann ist es schwer, dass du ins Spiel reinkommst. Dann verdient zwar noch hinten gewesen, aber zweite Halbzeit haben wir es dann nicht drehen können. Haben die Zweikämpfe angenommen, haben die Chancen gehabt, es fehlt nur das Tor. So schnell wie möglich abhacken. Glück haben wir, dass das wieder eine englische Runde ist. Am Freitag ist das nächste Spiel und da wollen wir wieder voll angreifen. Das nächste Heimspiel vor die Fans, wollen wir zeigen, dass wir es besser machen können.
Ja, gib uns einen kleinen Ausblick auf Freitag. Es kommt der Tabellenführer, es wird also nicht leichter. Ja, mit Lustenau kommt der Tabellenführer. Wir wissen aber, was unsere Qualitäten sind. Wir können gegen jeden in der Liga gewinnen, das haben wir auch schon gezeigt. Und ich bin mir sicher, dass wir da ein super Spiel liefern werden.